Was geht ab, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Mass Effect Andromeda. Wir gehen jetzt das merkwürdige oder seltsame Signal untersuchen. Schauen wir mal, was wir da jetzt machen müssen, was da auf uns zukommt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall wieder für euren Support. Das ist echt nice von euch, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Mein Gott. Schwupp. Ich orte Tech der Initiative in der Nähe von... über uns? Ich seh's. Da oben, bei dem Teil mit dem Gerüst. Okay. Scannen wir erstmal. Oh, sehr merkwürdige Sachen hier. Dann geht das dahin und endet da. Ob das jetzt gut für uns ausgeht, man weiß es nicht. Die Gelehrten streiten sich darüber. So, auf geht's mit dem Alien-Gerät. Okay. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Okay, eine Glyphe. Da oben ist doch was. Oder da. Aber kaum halte ich drauf, geht's weg. Reliktschild. Geht das da oben? Soll ich das da scannen? Wo soll es denn sein? Da oben. Das kann ich nicht scannen. Okay. Okay, hier kann ich auch nicht reingehen. Muss ich jetzt da hochklettern, Leute. Alles klar. Oh, oh. Es ist rutschig, aber der Blick ist großartig. Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Ja, kein Plan. Aber irgendjemand muss es gemacht haben. So. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Okay, Pathfinder, mal gucken, was jetzt geht. Oh-oh. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wird instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Der Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Wow! Weg da! Passend zu unserer Haarfarbe. Wow, ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben. Aber Sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte Sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber Sie sind real, hm? Ich würde sagen, ja. Sind Sie denn real? Sie wollten mir doch sagen, wer Sie sind.
möglicherweise die Lösung für all ihre Probleme. Okay, doke. Sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh oh. Oh Mist. Was? Wo? Ich kenne diese Dinger. Von Habitat 7. Später, schalten Sie sie erstmal aus. Behalten Sie den im Visier. Die machen kleine Bots. Gegner vor uns. Okay, Pathfinder. Wie war es nochmal, die Waffe zu wechseln? Change your weapon, please. Oh Mann. Oh. Okay, wir haben es geschafft. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots, das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als Phoebe auch besser. Okay. Ryder, Sie haben diese Relikt-Technologie studiert. Was wissen Sie darüber? Viel. Aber bei weitem nicht genug. Sie ist alt, benutzt Glyphen und hat gute Schutzmechanismen. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pingt er die anderen an. Wenn Sie die ebenfalls aufwecken, führen Sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Okay. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, nehmen Sie meine Nachtpunkte. Alles klärchen. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Okay, jetzt muss ich mal kurz herausfinden. Oh! Ach, ich Idiot. Alles klärchen. So. Die Monolithe aktivieren, okay. Karte. Hier. Wer was? Eosplan. Das müsste ich und das müsste ich freischalten. Okay. Ja, die haben noch beide keine Punkte, also. Wo ist unser Fahrzeug? Da. Alles klärchen, würde ich sagen. Los geht die Fahrt. Wow. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja, das ist mir schon klar. Okay, wir können auch einfach auf dem Weg bleiben. Haben Sie schon mal einen Befehl nicht befolgt, Cora? In meiner Zeit als Soldatin? Nein, darum geht's dabei doch. Das hat sowas Mechanisches. Haben Sie darüber nie nachgedacht? Militärische Disziplin ist nicht nur etwas Cooles, gegen das Sie rebellieren können. Im Kampf verlassen andere sich darauf, dass sie dort sind, wo sie sein sollen und tun, was sie tun sollen. Denn falls nicht, sterben sie. Das bedeutet aber nicht, dass sie das Richtige tun. Ich weiß.
Was ist das? Okay, wir fahren jetzt aber erstmal. Zu den Punkt hier hin. Der schon, den wir schon überfahren haben quasi. Okay, das ist da oben. Wie geil ist das denn? Falschen Weg genommen natürlich. Das ist ja logisch. Einfach kann ja auch jeder. Was? Okay. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Kommen wir da nicht hoch? Doch. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Nice. Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Camp-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Cat und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die... Sorry fürs Unterbrechen. Haben wir noch einen Mod vielleicht? Die anderen nee, haben wir nur einen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Perfekt für was? So, Karte. Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen, könnte das unser neues Zuhause werden. Dann fahren wir mal darüber. Wow. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind sie hier. Okay. Kann man da hochfahren oder? Noch mehr Reliktbots. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Nö, es sieht gut aus. Nette Viecher. Tun uns anscheinend nicht. Boah, Tarnung, Alter. Nicht schlecht. Die tun einen auf lieb. Hallo. Nachladen, bitte. Oh, haben wir sie alle? Ne, da ist noch einer. Relikt deaktiviert. Boah, das war ein Fight. Oder? Nicht schlecht. Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben.
Ja, Moment, ich scanne mal lieber kurz hier die Gegend. Es dient offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Ah, okay. Mal ein paar Sachen aufsammeln. Haben wir eben total vercheckt. Natürlich. So. Haben wir hier noch was? Ja. Schön, schön. Hier gibt es wieder einiges zu scannen. Da hinten. Keine relevanten Daten. Okay. Aus Anlage 1. Und niemand hat ihren Leichnam abgeholt? Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder, aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da draußen sind. Zu viele. Leck. Analyse. Entschlüsselung aufgrund fehlender Glyphen nicht möglich. Scannen Sie die Umgebung nach den Ich würde sagen, uns fehlt noch etwas. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ja, tut er da oben wieder. Heißt, wir müssen nochmal auf so ein Ding hochklettern. Voilà. Über uns! Was ist über uns? Okidoki. Das ist leider auch schon wieder soweit. Dieser Part ist zu Ende. So, wir haben einiges herausgefunden. Ganz interessant die Story. Schauen wir mal, was wir noch so hier, was uns noch so auf, was uns so noch erwartet. So, mein Gott, Zungenbrecher. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Support. Sorry für die kurze Nuschelei. Supportet das Ganze weiterhin. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.